Am späten Abend wurden die Löschgruppen Volkringhausen und Beckum zu einer Ölspur gerufen, die sich vom Ortsende Volkringhausen bis hinter den Abzweig nach Eisborn zog. Ein Autofahrer war über einen Fels auf der Straße gefahren und hatte sich die Ölwanne aufgerissen. Teilweise war die Ölspur fast einen Meter breit. Da das Bindemittel nicht ausreichte, musste in Balve noch Nachschub geholt werden. Mehr als 20 Säcke wurden verbraucht. Der Einsatz zog sich bis kurz nach Mitternacht.